Hi und willkommen zurück. Ich habe heute meine Favoriten aus dem Monat Februar für euch. Und dieses Mal sind es wirklich ganz besondere. Ich habe auch einige YouTuber mit drin. Und was es so ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe wieder alles wie beim letzten Mal in Kategorien eingeteilt, weil es einfach irgendwie schöner aussieht. Mir gefällt es einfach besser und euch hat es auch sehr gut gefallen. Und wir beginnen als allererstes mit der Kategorie Make-up. Es gibt dieses Mal ganze drei Favoriten in dieser Kategorie. Und zwar war ich ja, wie ihr vielleicht wisst, in Toronto und habe da ja auch ein Live-Foil gedreht in einem typischen Drogeriemarkt in Toronto. Und da habe ich ein Produkt, was ich so lieben gelernt habe über die letzten, ja, drei Wochen sind es dann jetzt. Und zwar ist das hier von Stila der Stay All Day Liquid Lipstick in der Farbe Caramello. Den trage ich auch gerade auf meinen Lippen und ich mag den einfach so gerne, weil irgendwie ist das für mich nochmal eine ganz andere Farbe, als ich normalerweise habe. Ich weiß, ihr würdet jetzt sagen, nein, ist es nicht. Ich finde persönlich schon. Und ja, ich weiß, der ist ein bisschen teuer. Ich verlinke ihn euch trotzdem in der Infobox, falls ihr ihn mal anschauen wollt. Aber den kann ich echt empfehlen, denn der hält wirklich sehr gut. Und als nächstes habe ich ein weiteres Lippenprodukt und zwar das hier. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist ein Lipgloss. Und jetzt denkt ihr euch auch, okay, irgendwas läuft da falsch, weil Coco keinen Lipgloss mag. Aber den tatsächlich schon und den habe ich sehr lieben gelernt. Und zwar ist das von Soap & Glory, der Sexy Mother Pucker. Und das ist so eine Art Lip Plumping Lipgloss. Also im Prinzip macht ihr den auf eure Lippen und ja, dann fängt er irgendwann an, ganz komisch auf euren Lippen zu prickeln und macht die Lippen optisch größer. Ich persönlich habe einen kleinen Unterschied gemerkt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es wirklich so doll war oder ob es einfach nur war, weil das Gefühl, dieses Prickeln halt da war und ich dadurch irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl hatte, meine Lippen sind ein bisschen angeschwollen. Neben dem Effekt von dem Anschwellen fand ich aber einfach diese Farbe sehr schön und die lässt sich auch super gut mit diesem Liquid Lipstick kombinieren. Und zwar ist das hier die Farbe Nude Star. Der hat so leichte Schimmerpigmente enthalten und sieht halt einfach irgendwie total natürlich aus, wenn man ihn mit oder ohne Liquid Lipstick drüber trägt. Und als letzten Beauty-Favoriten habe ich eine Foundation für euch. Und ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht glauben, aber ich rede jetzt nicht über meine geliebte HD Liquid Coverage Foundation von Catrice, sondern eine neue, die ich eigentlich genauso gerne mag. Und zwar habe ich die bei Hatice Schmidt das erste Mal und auch das letzte Mal gesehen. Und es handelt sich um die The Ordinary Foundation. Das ist eine High Coverage Foundation und die habe ich auch in Toronto gekauft, in einem Laden, wo ich gar nicht mehr weiß, wie er hieß. Jedenfalls habe ich da die Foundation gefunden und ich habe sie gesehen und die hat unter 10 Dollar gekostet. Und dann dachte ich mir so, okay, Hattie hat sie empfohlen, also muss ich sie doch auch irgendwie mal ausprobieren, weil Hattie hat gesagt, das ist mit einer der besten, die sie hatte. Und dachte ich so, okay, für unter 10 Euro nimmst du sie mal mit und probierst sie selber aus. Ich bin die Farbe 1.2P. Ich hatte eine liebe Frau beraten und die Farbe passt sehr gut zu meinem Hauttypen und ist wirklich High Coverage. Die hat ein sehr ähnliches Finish zur Catrice Foundation und ich mag die halt einfach. Ja, ich mag die einfach gerne. Ich weiß nicht, irgendwie, sie gefällt mir einfach gut, sie lässt sich gut auftragen und hält den ganzen Tag auch gut. Ich finde sogar ein bisschen besser als die von Catrice, deswegen ein Beauty-Favorit. Machen wir als nächstes mit der Kategorie Social Media weiter. Und dabei handelte es sich im Februar um einen Instagram-Account, den ich sehr gerne mag. Und zwar um Domino Kati. Kati mag ich als Person sehr gerne. Sie ist sehr herzlich und oh, ich mag sie einfach. Und Kati hat eine neue Katze. Die Katze hat noch keinen Namen, aber sie ist so süß. Und ich liebe einfach Katis Instagram-Stories. Katis Instagram-Stories sind die, die ich mir am meisten im Februar angeschaut habe. Weil, ja, Babykatzen ziehen einfach und es ist einfach so süß, wie Finn und die neue Katze miteinander spielen. Und deswegen, ich mag es einfach total gerne. Und kann euch echt ihre Stories nur empfehlen, weil wenn ihr Katzen mögt, dann schaut sie an. Und wir springen gleich zur nächsten Kategorie, und zwar Musik. Und da geht es auch um eine YouTuberin. Und zwar genau genommen geht es um Diana Zurlöwen. Diana ist auch eine super liebe Person. Ich mag sie auch sehr gerne. Und Diana hat vor einiger Zeit einen Podcast erstellt, einen eigenen. Und ja, den kann man zum Beispiel über Spotify sich anhören. Und ich habe den im Februar sehr, sehr gerne gehört. Ich habe ihn auf dem Rückflug letztes Jahr von Australien schon angefangen zu hören. Mittlerweile gibt es aber so viele Folgen. 16 an der Zahl, so. Und ich habe jetzt weitergehört, als ich auf dem Hin- und Rückflug von Toronto war. Und ich muss einfach sagen, ich mag es sehr gerne, ihr zuzuhören. Sie hat sehr interessante und spannende Themen. Alles dreht sich so ums Erwachsenwerden. Also, ich habe das Gefühl, ich bin schon mehr erwachsen als vielleicht andere in meinem Alter. Aber trotz alledem, glaube ich noch, muss ich noch erwachsener werden. Und ich glaube, egal ob man 14 ist, egal ob man 22 ist wie ich, man kann sich den Podcast einfach sehr gut anhören. Und ja, es gibt ihn, glaube ich, auch bei iTunes und so, aber ich höre ihn jetzt über Spotify und kann ihn euch auch echt nur empfehlen. Weitermachen wir mit der Kategorie Fashion.
Und in dieser Kategorie gibt es ein Lieblingskleidungsstück, was ich tatsächlich auch erst im Februar gekauft habe. Deswegen ist es auch wirklich nur ein Februar-Favorit. Und viele von euch, jeder hat mich nach dieser Jacke gefragt. Und zwar geht es nämlich um diesen Mantel hier. Den könnt ihr jetzt relativ schlecht sehen. Ich kann ihn eigentlich mal anziehen. Aber ich habe ihn auf sehr vielen Instagram-Bildern in letzter Zeit gezeigt. Und das Ding ist, ich habe ihn mir halt wirklich erst im Februar neu gekauft. So sieht er getragen aus. Also der hat so einen Stehkragen und ist ja so aus beiger Wolle. Und ich habe den halt im Februar gekauft, weil ich wusste, wir fliegen nach Toronto und ich hatte nur eine Winterjacke, aber keinen schönen, eleganten Mantel. Und da habe ich bei ASOS geguckt und habe den hier gefunden. Und ja, jeder von euch hat mich gefragt, woher der ist. Der ist von ASOS, der hat, glaube ich, 100 Euro gekostet. Ist schon, finde ich, sehr viel Geld für einen Mantel. Aber ja, ich fand den einfach so schön, deswegen wollte ich ihn haben. Hinten an der Rückseite, was auch ganz cool ist, ist, dass hier nochmal so ein Abnäher ist, um das Ganze einfach nochmal so ein bisschen besonders zu machen. Und ich liebe die Jacke über alles. Und ja, jetzt wisst ihr auch endlich, woher sie ist. Ich habe sie auf meinem Reise- und Modeblog zusammen mit Flo schon vorgestellt. Also da ist sie auch verlinkt. Deswegen schaut auch gerne immer mal wieder bei Hafenkids vorbei. Da gibt es viele neue Beiträge. Und ja, das war es jetzt erstmal mit meinen Favoriten für den Monat Februar. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe auch immer noch, das Format gefällt euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche verschiedenen Kategorien ihr noch so sehen wollt beim nächsten Mal. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ihr könnt hier jetzt noch auf mein letztes Video klicken oder mich abonnieren. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Tschüss!